Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Spiel mit mir, Apps und Games. Es wird wieder Zeit für die freundliche Kinderklinik von Playmobil oder Playmobil Interactive. Und das ist schon die dritte Folge heute. Und wir haben schon zwei Kinderärzte. Pflegepersonal ist oben, eine Krankenschwester. Aber mit zwei Ärzten können wir jetzt mittlerweile natürlich viel schneller arbeiten. Ne? Na? Warum möchten die denn nicht? So, jetzt klappt es. Anfangs immer Probleme mit der Steuerung. Ach nö, warum denn nicht? Jetzt aber. Gut. Also der zwei Ärzte zwar, aber nicht schlimm. Patientenakten sortieren. Das geht relativ schnell. Oh, Top-Zeit. Noch 6 Sekunden hätten wir Zeit gehabt. Sehr gut. Das gibt natürlich immer Punkte. Und oben links sehen wir unsere Erfahrungspunkte. Und die steigen natürlich mit jeder erledigten Aufgabe. Und wir sind am Röntgengerät. Und wir müssen das Röntgengerät so einschalten, dass beide Lämpchen leuchten. Ja, sehr gut. Kein Problem für uns. Wir sind super Ärzte. Oh, da fehlt der Kopf. Ah, da muss jemand nach oben. Schicken wir doch einen Arzt vielleicht nach oben. Und der kann ja oben bleiben. Und der andere Arzt bleibt dann unten. Die Aufgaben, die dann unten zu erledigen sind, macht ein Kinderarzt und oben. So, allgemeine Untersuchungen, das geht auch relativ schnell mittlerweile. Schaut auch die anderen beiden Folgen. Wir haben schon 2 Videos zu der freundlichen Kinderklinik. Da könnt ihr sehen, wie wir so weit gekommen sind überhaupt. So, Fieber messen. Oh, die hat aber viel Fieber. Echt viel, muss ich sagen. Sehr gut. Yay, wir freuen uns alle. Ja, so, da hinten am Krankenbett ist auch noch was zu tun. Hände desinfizieren, das können wir gleich machen. Erstmal kümmern wir uns um die Kranken, Kinder hier. Sehr gut, Verband anlegen, das geht relativ flott. Schaut euch das dann einfach nur übers Handy wischen. Das geht ohne Probleme. Sehr gut, 9 Punkte, viele Punkte, sehr gut. Und ich habe auch gehört, dass es hier einen Helikopter gibt. So, hier unten vielleicht auch noch gerade. Sehr gut, was gibt es hier zu erlegen? Und hier der Kinderarzt sieht natürlich ein bisschen anders aus. Oben, das kann vielleicht ein Oberarzt sein. Unten vielleicht ein normaler Arzt einfach. So. Oder Ärzte natürlich. Blut abgenommen. Haben wir auch schon des Öfteren. Sehr gut. Zum Röntgengerät. Oh, oh. Und ein Krankenwagen ist, glaube ich, da. Ja, müssen wir uns gleich drum kümmern. Aber erstmal vielleicht ans Röntgengerät. Wir müssen die Brüche finden. Nummer 1. Nummer 2. Ja, da. Nummer 2. Sehr gut. Nennt man auch Frakturen. Ein Knochenbruch oder Knochenbrüche. So, jetzt aber schnell zum Notfall hier. So. Arzt, dein Mann ist gefragt. Muss auch Notarzt sein, sehr gut. Eine Infusion anlegen, ja, ganz wichtig. Jetzt die Farben hier. Ein Farbenspiel. Das Spiel ist kostenlos, gibt es für Android und iOS. So, damit ihr Bescheid wisst, Leute. So, sehr gut. Oh, jetzt können wir aber vielleicht mal gerade die Hände desinfizieren. Das mache ich ungern hier, weil das dauert so lange immer. Aber wir bekommen natürlich für alles Punkte. So, schön auf dem Playmobil-Händchen verteilen. So, sehr gut. So, abwaschen. Und trocknen. Trocknen werden, trocknen, trocknen. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Die Patienten warten. Erledigt. Sehr gut. Mal wieder Punkte gesammelt. Sehr gut. Ich bin gespannt, wann wir unseren Helikopter hier bekommen. So, hier unten gibt es auch noch was zu tun. Hier oben, sorry. Na, du bist doch da. Nein, ich habe Probleme mit der Steuerung gerade. Deswegen holen wir vielleicht mal nach oben auch. So, jetzt klappt es. Müsste es aber klappen. Ja, okay. Die Krankenschwester war im Weg. Das hat nicht so gut geklappt. Und was können wir jetzt noch? Größe und Gewicht feststellen. Das macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Das passt. Sehr gut. Und jetzt hier mal Gewicht. Oh, die wiegt ein bisschen mehr. Letztes Mal wog das Baby nicht so viel. Oder das Kleinkind. Sehr gut. Dann gibt es oben immer noch was zu tun. Aufzug holen wir mal nach oben, falls unten irgendein Notfall reinkommt und ein Arzt dafür nicht reicht. Die Krankenpflegerin oder die Krankenschwester, die ist nur in der ersten Etage, die bleibt immer da.
Die bewegt sich automatisch und hilft automatisch. Sehr gut. Puls gemessen. Und Fieber. Oh, die hat wieder viel Fieber. Das ist doch viel zu viel. Oh, das ist aber nicht so gut. Das Thermometer ist ja komplett rot und es gibt wieder Punkte. Und eine neue Krankenschwester. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und die ist, glaube ich, jetzt unten. Ja. Hier oben ist der Hubschrauber-Landeplatz, aber wir haben noch keinen Hubschrauber. Aber wir haben eine neue Patientin. Um die muss sich gekümmert werden. Und ich merke schon, der Bildschirm wird so rot. Das heißt, der Krankenwagen ist da. Schnell mal kurz noch, als wäre das so wichtig, Patientenakten sortieren. Aber weil wir das so schnell hinbekommen, haben wir das jetzt gerade gemacht und Punkte gesammelt. Sehr gut. So, jetzt aber schnell zum Krankenwagen. Hilfe! Davon gibt es ja auch Spielzeuge. Die haben wir bei Spiel mit mir Kinderspielzeug vorgestellt. Und hier muss nur Verband angelegt werden. Die hat sich vielleicht bei einem Fahrradunfall was getan. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir sind gut dabei. Wir sammeln viele, viele Punkte. Und so muss es auch sein, das Röntgengerät wird benutzt und wir brauchen jemanden. Hallo, der Arzt. Ja, sehr gut. Ein Kinderarzt. Wir bereiten das Röntgengerät mal wieder vor. Nein. Ja. Also für Kinder, dieses Spiel echt toll. Mir macht es schon irrsinnig viel Spaß. Und für Kinder denke ich auch. Besonders die Playmobil lieben. So, hier oben ist ein bisschen was zu tun. Nochmal an die Säuglingsstation. Und die Sachen haben wir uns einzeln immer mit jeder Stufe dazu verdient. Das war alles von vornherein gar nicht da. Nochmal eine allgemeine Untersuchung. Heute viele. Also nichts Schlimmes heute passiert. Sehr gut. Bisher. Puls messen in den grünen Bereich. Das klappt ohne Probleme. Und Fieber messen. Hat die immer noch so viel Fieber? Die hat ja immer noch so viel Fieber. Das gibt's nicht. Die sind die ganze Zeit im Krankenhaus und die haben so viel Fieber. Müssen wir um die kümmern. Müssen uns um die kümmern, Mensch. So, Krankenwagen ist nicht da. So. Vielleicht mal Hände desinfizieren. Ist ja auch wichtig, um die Bakterien zu töten. Das machen wir vielleicht auch, damit hier keiner krank wird. Verteilen auf dem Playmobil Händchen. Sehr gut. Wir brauchen Wasser. Ja, sind sie nass. Und trocknen. So, das klappt. Hat geklappt. Sehr gut. Kein Problem. So, und jetzt wird sich noch hier oben um die Patientin gekümmert. Verband anlegen. Das geht auch ohne Probleme. So, eine Aufgabe erledigen wir noch. Und dann geht's im nächsten Video weiter, Leute. So, hier unten. Oh, nee. Wir müssen uns um den Notfall kümmern. Das machen wir jetzt auch. Als letztes, das passt doch. Mal gucken, was hier passiert ist. Ob sich irgendjemand vielleicht was gebrochen hat oder so. Ist ja ein Notfall. Mal gucken. Oh, jo, ein Knochenbruch behandeln. Das kriegen wir aber hin. Das muss hier richtig. Sehr gut. Der Knochen ist gerichtet. Und das wär's dann für heute, Leute. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß mit der Playmobil, der freundlichen Kinderklinik von Playmobil. Mir hat's mal wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Schreibt's in die Kommentare, was wollt ihr denn noch für Apps sehen? Würde mich sehr interessieren. Dann sehen wir uns beim übernächsten... Oh, ja, natürlich abonnieren nicht vergessen, Leute. Und immer fleißig die Videos schauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.